Willkommen zurück zu Alex Kidd in Redaxian Rumble. Ja, ein Miracle World Hack der unfassbaren Sorte mit sehr, sehr interessantem Leveldesign. Wie wir hier wieder sehen, wir sind mit dem Gyrocopter unterwegs. Ich müsste jetzt eigentlich Gyrocopter-Musik abspielen, wenn die Alex Kidd in Shinobi World Musik nur nicht so schön wäre, die wir hier haben. Au, oh, das hat mich zerstört. Wow, das war diese Wolke war ein Kanalzerstörer. Der tödlichste von allen. Oh Mann, immer diese Kanalzerstörer. Schrecklich, schrecklich. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir uns ohne Gyrocopter hier langkämpfen. So, werter Herr Alex Kind, besser nicht. Alter, oh mein Gott. Ich muss gleich mal dazu sagen, gut, dass ich Leben gesammelt habe. Beziehungsweise, ihr wisst, ich habe es nochmal bis hierher gespielt. Ja, wir verwenden also erstmal keine Save States, sondern wir machen das folgendermaßen, beziehungsweise ich habe auf dem Weg hierher Save States verwendet, damit ich mit möglichst vielen Leben jetzt hier weitermachen kann. Dann verwende ich die Save States im Falle eines Falles halt erstmal offscreen. Wobei es natürlich es darauf ankommt, wann gehen wir das nächste Mal Game Over, beziehungsweise an welcher Stelle. Wenn das natürlich kurz vor dem Ende sein sollte, dann ist natürlich auch vollkommen klar, dass ja, ich dann nicht das komplette Spiel nochmal spielen will, um dahin zu kommen, sondern dass wir dann halt vielleicht doch Save States dann verwenden. Gut, okay. Ja, wir haben schon einiges an Leben verloren. Das ist nicht gut. Denn wer weiß, was hier noch kommt. Das scheint ein relativ langer Abschnitt zu sein und vor allem ist es hier ziemlich gewittrig. Das ist nicht gut, das Wetter hier. Aber es sieht auch schon ziemlich grau aus, also es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass es hier regnet. Beziehungsweise blitzt und donnert. Und dönnert. Genau. Ganz schön elektrisch hier alles. Oh Gott. Oh je. Ah, wie mache ich denn das? Nur mal so gefragt. Was wäre wohl... Ja. Das hat sogar geklappt. Cool. Ich war mir nicht sicher. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste da runterfallen irgendwie und dann elegant irgendwie rüberlanden. Oh mein Gott. Dieses Feuer. Weißt du, da schaffe ich es an den Wolken. Oh Gott, nein. Oh, ich habe eben schon gedacht, ich bleibe hängen. Das würde ich dem Hack zutrauen. Das Level-Design ist ein bisschen komisch. Teilweise auch nicht richtig durchdacht. Von daher, also zumindest wirkt es so, oh mein Gott, gerade habe ich den Hackersteller aber richtig beleidigt, es tut mir leid. Er würde es niemals rausbekommen. Heißt Alex, ich weiß nicht, ob er ein Brasilianer ist. Möglicherweise. Es ist unfassbar, wie erfolgreich, wie kultig einfach das Master System in Brasilien ist. Das ist immer wieder erstaunlich. Ich finde es also... Ich weiß, dass es von diesem Spiel Playthroughs gibt und die kommen aus Brasilien. Oh, und ein Schwertkämpfer ist hier mal wieder. Hallo Schwertkämpfer. Aber ich habe kein Problem mit dir, solange du nicht Bankai einsetzt. Er hat seinen Bankai nicht einsetzen können, das ist gut. Oh mein Gott, und das Schloss ist hier. Und nix wie durch. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass du hier bist. Du Stachelvieh. Du Stachelvieh? Ihr Stacheln, meine ich. Ja, da wurden wir ordentlich angestachelt. Gott sei Dank sind wir da durchgekommen. Jetzt sind wir im Schloss. Das heißt, wir dürfen, so wie es aussieht, Alex Bruder schon befreien. Das ist doch cool. Mal schauen, was der uns zu sagen hat. Hö, Alex, du bist ein Pisser. Bankai. Ich muss mal wieder mehr Bleach-Referenzen bringen, glaube ich, oder? Für diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, ja, das war aus Bleach, einem Anime. Bankai, hi, oh mein Gott, ja. Das war jetzt so gar nicht Bankai-mäßig, was ich hier gemacht habe. Das war eher Loser-Kai. Ja, genau. Okay, Fledermaus. Ich, ha!
Ha! Hab das Gefühl, das war schlecht. Was? Wieso? Spiel? Du machst eigenartige Dinge mit mir. Spiel? Spiele nicht mit meinem Herzen. Feuer? Klau mir nicht meinen Geldsack. Was soll denn das? Wieso bist du Geldgeil? Was willst du mit Geld anfangen? Was will dieses Feuer denn mit Geld anfangen? Das ist doch unglaublich. Hallo Slippy, was willst du mit so vielen Geldsäcken anfangen? Ich erledige das mal eben schnell. Ich erleichtere dich um ein paar. Du kannst sowieso nichts damit anfangen, du hässlicher Frosch. Oh no! Oh Mann. So, auch in Star Fox 2 hast du versagt. Gut. Okay. Da ist gerade eine Karte aufgespießt worden, beziehungsweise eine Schriftrolle. Kommen wir da ran? Irgendwie? Kommen wir da irgendwie? Weil so kommen wir jetzt nicht mehr ran, aber... Wenn ich jetzt hier reingehe... Oh, da ist auch eine Kugel. Ein Dragon Ball, der mit dem einen Stern. Das könnte von der Zeit her reichen. Okay, cool. Das könnte von der Zeit her doch reichen. Probieren wir's. Was? Warum ist jetzt alles kaputt? Game over. Okay. Game over? Game over? Was? Game over? Du tötest mich? Ich hab keinen Safe State gemacht. Und wisst ihr, dass wir jetzt alles normal machen dürfen, was wir bis jetzt gemacht haben? Oh. Oh nö, oh nö. Wieso tötet mich diese Karte? Wieso ist sie so heftig, dass sie mir über 20 Leben abnimmt und auch noch mein Continue? Was zur Hölle, Alex? Wow. Okay, dieser Hack funktioniert grandios. Und ich werde wohl hingehen müssen. Und diesen Abschnitt hier nochmal spielen müssen. Aber keine Sorge, Leute. Das erspare ich euch. Ich bin mal so nett. So, da bin ich wieder. Und ja, da unten ist die Schriftrolle. Wollen wir sie wieder sammeln? Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir ab sofort Schriftrollen jeglicher Art meiden werden. Das ist nichts per se gegen Schriftrollen an sich. Es ist einfach nur eine Konsequenz aus den Dingen, die hier gerade auf so tragische Art und Weise geschehen sind. Soll ich mir diese Kugel wirklich schnappen? Ich glaube, ich verzichte drauf, oder? Brauche ich die überhaupt? Ich weiß es. Ich habe vergessen, wozu sie gut war. Ich habe es ehrlich vergessen. Was ich jedoch nicht vergessen habe, ist, dass wir hier einen Ring haben. Den Ring... sie alle zu knechten. Haha. Ja, ne? Da guckt ihr wie hier. Da, weißt du... Wenn das Spiel dich mies behandelt, benutz einfach Feuer. Jetzt machen wir dem Gegner Feuern unter den Hintern. Cool. Ein geheimer Durchgang. Stell dich mal vor, wir wären unten lang gegangen. Das sieht gefährlich aus. So müssen wir nur einer Flamme ausweichen. Aber das... Das sieht auch gefährlich aus. Ich habe doch gar nicht genug... Oh, ich habe gerade so genug Zeit. Uiuiuiui. Oh, und da ist schon Alex' Bruder. Er sieht nicht glücklich aus. Bruderherz, was hast du denn? Ich werde dich gleich befreien. So, um ihn zu befreien, mussten wir da diese Blöcke betreffen. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge. War überhaupt eine Reihenfolge vonnöten? Habe ich den jetzt getroffen? Ich glaube, ja. Aber kommen wir da oben an den War Fish noch ran? Das ist die Frage. Tralala. Ja, so. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich brauche ja die Blöcke. Sonst komme ich ja da nicht wirklich hin. So, du. Und dann. Ja. Ah. Danke, Alex. Das Mondlicht leuchtet.
über Nibana Kingdom. Also musst du Jenken finden. Ja, mit dem Brief. Ahahaha, Alex, hast du jemals die versteckten Wege hier gefunden? Nein, natürlich nicht, denn du bist ein Penner, deswegen habe ich immer das Versteckspiel gewonnen. Okay, danke dir. Okay, Hidden Paths. In this palace. Oh my goodness. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Wieso rede ich jetzt so? Das heißt, wir müssen jetzt hier versteckte Wege finden. Ist das ein versteckter Weg? Nein. Bist du ein versteckter Weg? Nein. Dann müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Vielleicht gehen wir mal unten lang. Was Besseres fällt mir für den Moment nicht ein. Du bist doch bestimmt wieder so ein Fake-Ding, oder? Ich hab's gewusst. Weißt du, lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich höre dir nicht mehr. Hoi. Gefährlich, gefährlich. Ist das hier. Oh. 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 Ach komm, scheiß drauf. So, oh, hallo Affe. Nicht einmal er hat eine Chance gegen unsere Feuerkraft. Ja, das ist Alex. So kennen wir Alex. Der Alex, der Kid, der Billy, the Kid. Oh je, oh je, oh je. Ob Alex Kid und Billy the Kid miteinander verwandt sind? Jetzt wird's langsam ein bisschen arg Shit-Talk-mäßig, oder? Es tut mir leid. Okay, hallo Slippy, was machst du denn da oben? Du bist umringt von Flammen. So kennen wir dich. Meistens ist es dein Arwing, der brennt. Oh Mann. Zumindest wenn ich dich mal wieder beschossen habe, weil du wieder nur Mist gemacht hast. Das geschieht ja auch. Bin ich jetzt an der Leiter hängen geblieben? Der Leiter für Kundenzufriedenheit. Hallo? Da habe ich jetzt wieder... Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt... Wenn ich jetzt an den Leitern hängen bleibe, ist das natürlich eine blöde Stelle hier. Okay. Dann gehen wir mal an der Leiter schon mal vorbei. Dann nutzen wir lieber hier diesen freien Bereich. Und dann... Klappt's auch mit dem Nachbarn. Wunderbar. Boah, das ist... Alex läuft wirklich wie mit Schmierseife manchmal. Das ist wirklich so übel. Oh mein Gott, da oben ist eine Schriftrolle. Ich habe Angst. Ich will nie wieder eine Schriftrolle einsammeln. Aber ich werde sie brauchen, oder? Oh Mann. Oh nee. Oh, sowieso hat er sowieso nicht hin. Das ist gut. Oh. Oh, 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 I see. I am an idiot. Ah, warte. Huh. Versteckter Pfad. Pfad. Zur Hölle. Aua. Jetzt habe ich aber ordentlich... Was? Werde ich jetzt hier in einer endlosen... Was? Ich lade mal eben kurz ein Safe State. Ich habe nämlich hier zum Glück einen gemacht. Was zur Hölle? Oh, cool. Okay. So, jetzt kann ich mich neu justieren. Ich sag, das ist das, was ich meine mit der Schmierseife. Hat es schon geschafft und lauft dann trotzdem wieder in die Stacheln zurück. Boah. Okay. Und hier mache ich jetzt auch nochmal ein Safe State. Weil ein Safe State habe ich nämlich wegen dieser Schriftrolle hier gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Ja, Alex Geist hat sie eingesammelt. Das Spiel ist so großartig. Oh mein Gott. Ich bin... Oh, was so... Nein. Was geschieht hier?
Es tut mir leid. So, jetzt ernsthaft. So, okay. Obwohl es cooler war, als Alex Geist sie eingesammelt hat. Wo muss ich jetzt lang? Das weiß ich nicht. Muss ich jetzt hier zurück? Boah, Alter. Boah, wie übel ist das hier? Haja. Oh, hier ist kein versteckter Weg mehr. Okay. Das ist... Boah. Jetzt muss ich natürlich gucken. Wo muss ich lang? Ja. Ha. Also hier ist nichts. Wie viel Leben haben wir jetzt? Ich habe jetzt gar nicht... 19. Okay, wow. Haben wir jetzt hier Federn gelassen. Alter Schwede. Boah. Okay. Okay. Sehe ich ein. Sehe ich ein. Alles cool. Was muss ich denn machen? Wo muss ich denn hin? Hm. How can we help? We. Hm. Aber doch nicht bei dem Affen hier, oder? Ich muss doch hier nicht wieder rüber. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Wieso töte ich eigentlich den Affen nicht einfach? Dann bin ich hier weniger unter Druck. So, du stirbst. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an hier. Juhu! It burns. Oh, wirklich? Das war cool. Nicht. Kann ich hier einfach mich... Bei Asterix hätte ich mich jetzt hier durchglitschen können, aber es ist halt nicht Asterix. Ich rede hier sehr oft von Asterix. Das ist ja auch so cool. Ah, hier. Hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter, die runterführt. Das war gut, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. Weil so war ich in der Lage, die Leiter zu erblicken, die mich eventuell weiterbringt. Ja, hier muss es sein. Hier muss irgendwo der Ausgang lauern. Er lauert auf uns. Ich hoffe, ein bisschen... Soll ich das nur machen für ein extra Leben? Sollen wir es tun? Ja. Nee. Das tun wir nicht. Am Arsch. Vor allem für ein extra Leben. Soll ich jetzt 5 verlieren, ne? War schon dämlich genug, dass ich jetzt hier kein Safe State gemacht habe. War mir doch klar, dass ich das nicht schaffe. Ah, wie komme ich da jetzt am besten? Ah, ich sehe den Weg schon. Ich sehe den Weg, den ich gehen muss. Wo Alex nicht zu fett ist, um rüberzukommen. Oh Gott. Gut, das sieht aus wie ein Weg, den wir so noch nicht hatten. Wir sind da, wo wir noch nicht waren. Wo ist eigentlich Kazooie? Eben war er doch noch hier. Okay. Was mache ich? Sieht er diese abspackende Flamme da in der Mitte? Sie kann ihn nach links, sie kann ihn nach rechts. Also vibriert sie einfach so ein bisschen. Das ist der Flammenvibrationsalarm. Oh, hallo. Ibims, das Donehead. Du willst etwas haben? Komm wieder, wenn du etwas reicher bist. Let's do this, kiddo. Komm, den guten alten Stein. Den schafft keiner. Ich kann sehen, was er wählen wird. Yeah. Noch hast du eine Chance, dich umzuentscheiden. Das tust du auch. Darn it, I lose. Well, it looks that's the way it's meant to be. Okay, take it easy.
Na dann bring it on. Ich mach dich fertig wie ein Rettich. Ui, muss ich eigentlich aufpassen? Oh, hier ist eine Stolperfalle. Wobei, die Stolperfalle ist eigentlich ganz gut. Weil hier kann ich mich dann, glaube ich, so ein bisschen wegducken. Ja, genau, hier bin ich niedrig genug, um mich zur Not von ihm wegzuducken. Haha, ein Treffer haben wir schon. Zwei Treffer haben wir schon. Und wenn er nochmal kommt, dann ist es um ihn geschehen. Ja, sag ich doch. Manchmal kenne ich doch meine Pappenheimer. Wunderbar. Okay. Ja, weiter geht's, die wilde Fahrt. Aber ich würde mal sagen, diese wilde Fahrt, die heben wir uns für den nächsten Part auf. Wie geht es wohl weiter in Redaxian Rumble? Ein grandioser Hack. Fast ohne Glitches sind wir heute ausgekommen. Was zur Hölle ist hier eigentlich passiert? Und können wir es schaffen, mit gerade einmal 16 mickrigen Leben hier durchzukommen? Einmal mache ich noch was Safe State. Weil wir haben hier drei Fragezeichen vor. Die drei Fragezeichen. Das doch bestimmt. Okay, nur zwei mich tötende Geister. Also ich hätte ja fast nicht mit gerechnet. Okay, gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk. Oh Mann.